Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę, że spędzić ten wieczór w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. Wieczór szczególny, wieczór dnia, w którym upamiętniamy w Polsce 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży od wielu lat włącza się w akcję prowadzoną przez Muzeum POLIN w Warszawie, akcję Żonkile. Widzę, że wielu z Państwa także nas z żonkilami. Jeżeli ktoś jeszcze życzy sobie, by w ten sposób upamiętnić bohaterów getta, można będzie zabrać sobie żonkile oraz ulotkę przygotowaną przez pracowników naszego domu i naszego wolontariusza Jorana. Myślę, że to szczególnie ważne, że pamiętamy dzisiaj o bohaterach getta, pamiętamy o tej heroicznej walce o godność. Jednym z elementów upamiętnienia jest dzisiejszy wykład poświęcony pierwszemu procesowi frankfurckiemu. Bardzo się cieszę, że Państwo zdecydowali się tej trudnej tematyce poświęcić swój czas. W tym momencie chciałam serdecznie przywitać naszego głównego gościa, pana profesora Joachima Felixa Leonharta z Berlina wraz z małżonką, a także panią wicekonsul z krakowskiego konsulatu generalnego, panią Sandrę Heiskanen. Proszę państwa, pan profesor jest osobą niezwykle zasłużoną na polu nauki i działalności także pozanaukowej, popularyzatorskiej. Ta lista jego osiągnięć jest długa, dlatego ja, żeby nie pomylić tu niczego, pozwolę sobie Państwu odczytać taką krótką notatkę o panu profesorze, a następnie poproszę panią Sandrę Heiskanen o kilka słów. Profesor dr Joachim Felix Leonhardt, były sekretarz stanu, urodził się w 1946 roku w Jünkerath w regionie Eifel i studiował historię, filologię klasyczną, historyczne nauki pomocnicze i filozofię na uniwersytetach w Frankfurcie nad Menem i Heidelbergu. Po uzyskaniu w 1976 roku doktoratu, a następnie wykształcenia bibliotekarza akademickiego, pracował w bibliotekach uniwersyteckich w Bambergu, Passau i Heidelbergu oraz w niemieckiej fundacji badawczej, zanim w latach 1987-91 został dyrektorem biblioteki uniwersyteckiej w Tybindze. W latach 1991-2001 był członkiem zarządu i dyrektorem Fundacji Niemieckiej Federacji Radiofonii i Telewizji Frankfurt nad Menem Potsdam Babelsberg. Jako pełnomocnik do spraw nowych krajów związkowych i Berlina opiekował się archiwami radia i telewizji byłej NRD i założył Rundfunkarchiv Ost. W latach 2001-2003 był sekretarzem generalnym Goethe Institute z siedzibą w Monachium. W latach 2003-2007 sekretarzem stanu w Heskim Ministerstwie Nauki i Sztuki w Wiesbaden bez prezesem Fundacji von Bergründgen z siedzibą w Marburgu. Profesor Leonhardt wykładał historię nowożytną i współczesną jako profesor honorowy na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Został odznaczony między innymi honorowym obywatelstwem włoskiego miasta portowego Ancona, Krzyżem Zasługi pierwszej klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, medalem Puszkina Federacji Rosyjskiej, medalem Friedricha Bena Miasta Światowego Dziedzictwa UNESCO, Lörschbergstrasse oraz Heskim Orderem Zasługi. Był i jest członkiem licznych gremiów krajowych i międzynarodowych, między innymi przewodniczącym niemieckiego Komitetu Nominacyjnego do Programu UNESCO Pamięć Świata, członkiem Międzynarodowego Komitetu Doradczego Pamięci Świata, przewodniczącym Forum Niemieckich Globalnych Geoparków UNESCO, członkiem zarządu Niemieckiej Komisji UNESCO oraz członkiem Rady Powierniczej Niemieckiego Instytutu Polskiego. Szanowni Państwo, zapraszam teraz panią Sandrę Heiskanen z Konsulatu Generalnego RFN, panią wicekonsul, do zabrania głosu.
Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor. Sehr geehrte Frau Direktorin Klenscher-Deodat, sehr geehrte Damen und Herren, liebe auszubildende Schülerinnen und Schüler, Studenten und Gäste. Ja, das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau steht wie eigentlich kaum ein anderer Ort weltweit für den millionenfachen Mord an Juden, aber auch an Polen, Sinti und Roma, Bürger der ehemaligen Sowjetunion und Menschen aus vielen anderen Ländern Europas. Am 15. April 1963, also fast auf den Tag genau vor 60 Jahren und etwas mehr als 18 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, begannen in Frankfurt die sogenannten Auschwitz-Prozesse. Diese Prozesse stellten damals einen der ersten eigenständigen Versuche der deutschen Justiz in den Nachkriegsjahren dar, sich mit der strafrechtlichen Schuld der in Auschwitz und natürlich auch in nationalsozialistischen Konzentrationslagern begangenen Verbrechen auseinanderzusetzen. Initiiert wurden die Prozesse damals durch den Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der selbst als Jude durch die nationalsozialistische Folter wurde. Neben der Auschwitz- und Birkenau-Prozessen bei den Prozessen behandelten strafrechtlichen Schuld steht heute für uns die moralische Schuld im Vordergrund. Und ja, hier gilt die Erinnerung und die Aufarbeitung werden für Deutschland niemals abgeschlossen sein. Ich kann Ihnen nur ganz klar sagen, Deutschland bekennt sich zu seiner historischen Schuld. Entschuldigung, meine Gut. Schuld. Nochmal. Deutschland bekennt sich zu seiner historischen Schuld und Verantwortung und sagt, Nick Divienzi, niemals wieder. Unser heutiger Redner, Professor Leonhard, hatte die Gelegenheit, als Schüler im Rahmen seiner Ausbildung den Auschwitz-Prozessen beizuwohnen und die Eindrücke, die er damals als junger Mann im Gerichtssaal sammeln konnte, die haben ihn bis heute nicht wieder losgelassen. Und dieses Thema der Auschwitz-Prozesse hat den Historiker Leonhard bis heute durch seine gesamte berufliche Laufbahn begleitet. Wir werden nun die Möglichkeit haben, im Rahmen des Vortrages seine Eindrücke und sein Zeugnis aus erster Hand aus diesem Prozess zu erleben. Und wir werden auch die Gelegenheit haben, sogar einzelne Tonspuren aus diesem Prozess zu lauschen. Vielen Dank, Herr Professor Leonhard, dass Sie zu uns nach Oświęcim gekommen sind, um Ihre Erfahrungen mit uns allen zu teilen. Dankeschön. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die Einladung, heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen über ein Thema, das uns in der deutschen Geschichte als eines der wichtigsten Themen jedenfalls sich immer noch und immer wieder und auch künftig darstellen wird. Die Frau Direktorin hat daran erinnert, dass heute vor 80 Jahren einer der letzten aus Verzweiflung getriebenen Versuche stattfand, nämlich in Warschau im Ghetto eine Befreiung zu erreichen. Wir wissen, dass dies nicht möglich war und dass danach natürlich ein weiterer Prozess in Gang kam in Verfolgung, Vernichtung, Ermordung und Tötung. Meine Damen und Herren, Auschwitz ist sehr stark mit der deutschen Geschichte verbunden, aber eben auch natürlich mit der polnischen Geschichte. Und es war eine sehr weise Entscheidung der ehemaligen Volksrepublik Polen bereits 1979. Es war eine sehr weise Entscheidung der polnischen Regierung im Jahre 1979 bei der UNESCO, die Restbestände und die Restmonumente des Konzentrationslagers Auschwitz als Orte des kollektiven Gedächtnisses und damit im Weltgedächtnis anzumelden. Das ist schon lange her, 1979.
Und wiederum war es die UNESCO, die im Jahre 2017, also fast 40 Jahre später, bei der Sitzung in Paris die Tonbänder und die Verfahrensprotokolle vom ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess ebenfalls in die Liste des Weltgedächtnisses aufgenommen hat. Immer als ein Zeichen und ein Signal, dass das, was damals geschehen ist, deshalb immer in Erinnerung zu halten ist. Ich beginne am besten vielleicht dann doch noch mal von vorne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte zur Einleitung darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass wir heute am 19. April der 80. Wiederkehr des verzweifelten Versuches gedenken, im Warschauer Ghetto noch einmal eine Befreiung möglicherweise zu erreichen. Sie war nicht erfolgreich und sie hat dazu geführt, dass weitere Menschen damit von den Nazis, von den SS-Leuten abgeführt, verfolgt und auch nach Auschwitz gebracht worden sind. Ich möchte aber an ein späteres Datum erinnern. Das spätere Datum bezieht sich auf das Jahr 1979, als die polnische Regierung bei der UNESCO angemeldet hatte, die Restmonumente, also das, was noch dasteht und was Sie entweder heute oder in diesen Tagen schon besichtigt haben und wie ich gehört habe, morgen auch noch besichtigen werden, dass alle diese Monumente zum Weltkulturerbe erklärt werden sollten. Die UNESCO hat dies aufgenommen 1979 und etwa 40 Jahre später bei der Sitzung in Paris ist dann auch ein weiteres geschehen, nämlich die Tonbänder und auch die Verfahrensprotokolle des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses als einem Versuch und vor allem dem Auftrag der Vergangenheitsbewältigung mit aufzunehmen. Damit, meine Damen und Herren, sind zwei Dinge, Monumente und Dokumente, die Bezug haben zum Holocaust, zur Shoah, aufgenommen worden von niemand anderem als von der Weltgemeinschaft, die dies als zum Gedächtnis der Menschheit erklärt hatte. Auschwitz, ein Ort des Grauens und des Gräuels, neben Bergen-Belsen, neben Treblinka, Buchenwald, Dachau, ich nenne nur einige wenige Orte, an denen die nationalsozialistische Regierung immer wieder auf dem Wege war, Menschen zu verfolgen, nur weil sie Juden waren, weil sie Sinti und Roma waren oder weil sie politisch nicht passten. Die rücksichtslose Ermordung von an die 6 Millionen Juden, insgesamt an die 500.000 Sinti und Roma, aber auch eben all diese weiteren Verfolgungen, sie waren der Grund dafür, dass Bundespräsident Roman Herzog eine wichtige Entscheidung getroffen hat, eine weise Entscheidung, wie ich finde, den 27. Januar in Deutschland zu einem Gedenktag angesichts der jeweiligen Wiederkehr der Befreiung von Auschwitz und damit vor allen Dingen der dort inhaftierten Menschen unter grauenhaften Bedingungen vorzunehmen, daran zu denken und daran zu vermitteln, dass Auschwitz für uns ein Gebot ist, nicht für im Sinne einer individuellen oder kollektiven Schuld. Wir sind, wie ich sehe, alle Nachkriegsgeborene, sondern vor allen Dingen in der Verantwortung, dass sich dieser Zivilisationsbruch niemals wiederholen darf. Ich habe Ihnen vorzustellen einige Versuche zunächst zur rechtlichen Bewertung in einer Zeit, in der es schwierig war, nämlich die Verfolgung aufzunehmen. Der erste Versuch, meine Damen und Herren, war der Nürnberger Prozess, der Hauptkriegsverbrecherprozess in den Jahren 1946 bis 1948, 49. Warum ist dies ein erster Versuch gewesen und warum, wozu hat er geführt? Die Haupttäter hatten sich vorher schon feige davon gestohlen, Hitler und Goebbels durch Selbstmord, aber wenige andere wie Göring, Hess und entsprechende wurden gefasst, wurden vor Gericht gestellt, aber nicht in einem deutschen Gericht, in einer deutschen Stadt, sondern vor einem entsprechenden alliierten Gericht in Nürnberg.
Es geht um die Frage des Internationalen Strafgerichts, einem Thema, meine Damen und Herren, was in diesen Tagen des russisch-ukrainischen Krieges nicht zuletzt uns auch wieder vor Augen tritt, wenn es um die Frage der Verantwortung für den russischen Angriff von Putin in der Ukraine geht. Es war aber bemerkenswert, wenn man die Wochenschauen sich vor Augen führt, wie die Speers, Görings, aber auch Hess und Keitels, wenn man ihre Gesichter sieht und auf die Frage, bekennen sie sich schuldig, ein trotziges nicht schuldig zum Ausdruck kam. Nicht schuldig, immer vorgeschoben als eine verbrecherisch barbarische Haltung der Angeklagten im Gerichtssaal, die nichts anderes von sich gaben, als dass sie angaben, sie hätten immer nur auf Befehle hin gehandelt. Eine ähnliche Situation konnte man einige Jahre später, 15 Jahre später, erleben. In Jerusalem fand ein bemerkenswerter Prozess statt gegen Adolf Eichmann, den Protokollanten bei der berühmten Wannsee-Konferenz im Jahre 1942 in Berlin und dem späteren Organisator des Massenvernichtungsverfahrens im Osten, hier besonders natürlich in Auschwitz. Eichmann hat sich gut versteckt gehabt bis zum Jahre 1960. Er wurde dann allerdings vom israelischen Geheimdienst in einer Vorstadt von Buenos Aires gefasst, gekidnappt, wenn man das genau nimmt, völkerrechtlich nicht ganz unproblematisch, aber Gottlob seiner gerechten Strafe zugeführt. Man brachte ihn damals nach Jerusalem und das deutsche Fernsehen berichtete jeden Abend 5 Minuten mit den Berichten über einen Mann, der blass und grau in einem Glaskasten saß. Ich erzähle das deshalb, weil ich mit meinen Eltern mit 14 Jahren jeden Abend diese Sendung verfolgte. Ich sah auch da ein Gesicht, das immer nur sagte, nicht schuldig und ich habe ja nur Befehle ausgeführt. Ich erwähne das deshalb, weil diese Handlungsform, dieses Verhaltensmuster der Angeklagten des Naziterrors sich natürlich auch bis in den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess in den Jahren 1963 bis 65 weiter durchziehen sollte. Meine Geschwister und ich hatten das große Glück, dass wir Eltern hatten, die wir befragen konnten. In meiner Klasse war das nicht immer so der Fall, denn manche wollten davon nichts wissen. Um diese Zeit herrschte noch ein intensives Bemühen um den sogenannten historischen Schlussstrich. Die Gesellschaft und vor allen Dingen die Wirtschaft in Westdeutschland war groß im Aufbau und hatte offenbar bei vielen anderen jedenfalls andere Ansichten gefestigt, die eher an Verdrängung und natürlich auch an Vergessen hinten gehen können. Die Schlussstrichfrage beherrschte jedenfalls die Zeitungen in den Ende der 50er Jahre ganz massiv. Das erwähne ich deshalb, weil auch um diese Zeit schon Staatsanwälte und auch Richter wieder im Amte waren, in den 50er Jahren dorthin gekommen waren, die nämlich genau 12 Jahre zuvor, jedenfalls in der Nazizeit, an entsprechend anderer Stelle und auch mit anderen Urteilen zu tun hatten. Wenn man sich sogar beim Bundesgerichtshof vom 7. Januar 1956 einem Grundsatzurteil, da geht es um die Sinti und Roma, nähert und allein die Sprache dort vernimmt, dann kommt einem das Grausen. Ich zitiere, sie, gemeint damals im Sprachgebrauch, die Zigeuner, sie neigen, wie die Erfahrung zeigt, zur Kriminalität, zu Diebstählen und Betrügereien. Ja, sie haben keine Achtung vor fremdem Eigentum und weil ihnen wie primitiven Unmenschen, also in der Diktion des Nationalsozialismus direkt aufgenommen, ein ungeheurer Okkupationstrieb eigen ist. Gesprochen solche Worte von einem hohen deutschen Gericht, dem höchsten neben dem Bundesverfassungsgericht 1956. Umso wichtiger ist, meine Damen und Herren, dass die verfassungsgebende Versammlung unserer Bundesrepublik Deutschland bei ihrer Sitzung im Herrenchiemsee 1948 einen
ganz einfachen, aber philosophisch wohlfundierten und vor allen Dingen zukunftsweisenden Satz in Artikel 1 des Grundgesetzes dokumentiert hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Satz, der uns prägen muss im Sinne der Aufarbeitung und die es aber lange, lange in den 50er bis in die 60er Jahre eben kaum gab. Ich sehe ab von einzelnen Verfolgungen, etwa vom ersten Bergen-Belsen-Prozess in Lüneburg 1945, aber vor allen Dingen haben dann andere Prozesse stattgefunden hier in Polen, nämlich 1947 in Warschau und schließlich auch in Wien und der DDR. Und Rudolf Höss wurde von einem, der frühere Kommandant von Auschwitz, wurde von einem polnischen Gericht 1948, 47, das bin ich jetzt nicht ganz sicher, verurteilt und zum Tode verurteilt. Das war die Sühne. Lassen Sie mich kurz ein paar Bilder Ihnen zeigen, Sie, die Sie zum Teil noch nicht da waren, hier auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers. Einfach durchlaufen lassen. Meine Damen und Herren, wenn man diese Bilder sieht, dann wundert man sich schon, wieso es weit über 15 Jahre dauern musste, bis zum ersten Mal, nämlich im Dezember 1963 im Frankfurter Römer, dem Frankfurter Rathaus, ein Prozess, nämlich der erste Auschwitz-Prozess, beginnen konnte. Er hätte auch damals nicht so einfach beginnen können, weil das damalige Strafprozessrecht vorsah, dass Angeklagte nicht aufgrund von Indizien hätten verantwortet werden können, sondern eben nach eindeutigem Nachweis von entsprechenden Verfehlungen bzw. schuldhaftem Handeln. Es war ein Zufall, genauer gesagt zwei Zufälle waren es, die dann am Ende diesen Prozess in Gang gebracht haben. Der erste Prozess ereignete sich zwischen Karlsruhe und Stuttgart an einem Tag im Jahre 1958, als ein dort einsitzender früherer Inhaftierter aus Auschwitz seine Medikamente nicht bekam, er mehrfach darauf hinwies bei der Staatsanwaltschaft und den Justizbehörden in Stuttgart, dass er diese Medikamente bräuchte und am Ende eine Beschwerdeschrift aufsetzte, aus der hervorging, dass er genau wisse, unter welchem Tarnnamen Wilhelm Boger, die spätere oder frühere Bestie von Auschwitz, sich in der Nähe in einem Stuttgarter Stadtteil aufhielt. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart war zögerlich. Man hat untersucht, aber es hat wieder einige Jahre gedauert. Und der zweite Zufall war, dass Fritz Bauer, Frau Heyskan hat diesen Namen schon erwähnt, der Generalstaatsanwalt in Hessen, in Frankfurt ansässig, hatte eines Tages Besuch von einem Journalisten aus Frankfurt, der brachte ihm einige Dokumente vorbei. Diese Dokumente, meine Damen und Herren, wiesen eindeutig nach, sie stammten hier aus Auschwitz, dass nämlich über den überlebenden Häftling Emil Vulkan eindeutig klar wurde, wie die Listen für Erschießungen, die die Unterschrift des Lagerkommandanten und Höss und seines Adjutanten Mulka trugen, ferner Fahrbefehle für die Lieferung von Zyklon B, also dem Gas, mit dem die Häftlinge in Kammern vergast wurden, und nicht zuletzt und nicht zu vergessen Bestellungen für Phenol, das in Spritzen gefüllt für die Tötung von Häftlingen, darunter vor allen Dingen kleinen Kindern, nach medizinischen Versuchen des SS-Lagerarztes Josef Mengele genutzt wurde. Sie sehen das, Sie können das im Einzelnen lesen, aber wenn Sie dafür Interesse haben, können Sie das alles noch über die Homepage des Fritz-Bauer-Institutes jeweils recherchieren. Es zeigt Dokumente, wie gesagt, von Häftlingen auf Listen, die angeblich auf der Flucht erschossen worden sind. In Wahrheit wurden sie schlicht und einfach
ermordet, vergast, erschossen. Die Fahrgenehmigung Zyklon B, einem Präparat, das die IG Farben seinerzeit eigentlich für die Vergiftung bzw. als Pflanzengift eingeführt hatte, das nun über die entsprechenden Luken in den entsprechenden Gaskammern in die darunterliegenden Räume eingestreut wurde. Fritz Bauer, selbst ein Emigrant, als Jude vor den Nazis geflohen nach Dänemark, war nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland zurückgekehrt. Fritz Bauer lebte in Frankfurt dann, als ihn der hessische Ministerpräsident Georg August Zinn aus Braunschweig als neuen Generalstaatsanwalt dorthin berufen hatte. Und es gab keinen besseren, das sage ich in aller Überzeugung, als eben Fritz Bauer, der schon auch den Mossad bei den Ermittlungen bzw. dem Aufspüren von Eichmann in dem Vorort von Buenos Aires außerordentlich hilfreich und kooperativ zur Seite stand. Fritz Bauer leitete die Ermittlungen für den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 bis 1965. Er lebte mitten in einer Gesellschaft, die immer noch gerne geleugnet hat, was sich damals eigentlich abgespielt hat. Und es war eine sehr späte Auszeichnung, die der hessische Ministerpräsident Rhein jetzt am letzten Dezember posthum, nämlich die höchste hessische Ehrung, die Wilhelm-Leuschner-Medaille, verlieh, 40 Jahre nach dem Tode von Fritz Bauer. 1963 waren bis dahin viele, viele Ermittlungen erfolgt. 252 Zeugen waren geladen für den Prozess. Das heißt Opferzeugen und natürlich auch Täterzeugen. Und der Saal, in dem das stattfand, nämlich die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung im Rathaus, war bald zu klein. Man wich in ein Bürgerhaus aus, baute es innen drin um. Nächste. Sie sehen hier die klassische Aufteilung wie bei Gericht. In der Mitte vorne, ich habe jetzt keinen Pointer, um das genau zu zeigen, das Gericht selbst. Davor ein kleiner Tisch. Ich komme auch gleich darauf zurück, rechts die Staatsanwaltschaft und auf der anderen Seite die große Anklagebank der Täter. Es war der Prozess gegen Mulka und andere, die anderen, komme ich noch auf den einen oder anderen zu sprechen, saßen hier links. Und hier vorne, wenn jetzt die Zeugen aus Jerusalem, aus Großbritannien oder wo immer sie eingeladen waren, die Opferzeugen, haben gerade mal, wenn sie so wollen, drei Meter von den Peinigern aus den Zeiten eben in Auschwitz entfernt gesessen. Neben ihnen saß hin und wieder natürlich dann auch die entsprechende Dolmetscherin. Ich werde Ihnen davon auch entsprechende Beispiele bringen. Schüler, wie die Schüler meiner Klasse, saßen hier hinten auf einer Holztribüne, die man gezimmert hatte. Und wir hatten das große Glück, dass wir einen Geschichtslehrer hatten, der uns eines Tages fragte, ob wir Interesse hätten, ob wir bereit wären, einen Tag an einem Prozess, nämlich an diesem Prozess, teilzunehmen. Ich werde auf diesen Tag noch zurückkommen. Es war ein sehr komplexer Prozess, was die Vorbereitung angeht, denn die Aufnahmen, auch die Aufnahmen vor Ort, die Ermittlungen, mussten deutsche Staatsanwälte aus Frankfurt, aus Hessen, am Ort selbst vornehmen, in Auschwitz. Und meine Damen und Herren, ich darf daran erinnern, dass um diese Zeit das einen Weg bedeutet hatte, nicht wie wir heute einfach nach hier fahren können, sondern man fuhr von einem NATO-Land in ein Warschauer Paktland. Und es bedurfte hoher diplomatischer Bemühungen, um diese Fahrt vor Ort Aufnahmen machen zu können und Ermittlungen vorzunehmen, überhaupt durchzuführen. Es ist gelungen. Am Anfang des Prozesses musste sich das gesamte
Publikum manchmal vertraut machen, dass Wilhelm Boger, einer der großen Schergen hier in Auschwitz, auch der Erfinder der sogenannten Boger-Schaukel, dass dieser mit einem Hitlergruß den Gerichtssaal betrat im Jahr 1963. Das ist skandalös. Aber es ist natürlich auch gleich entsprechend gerügt worden. Ich will Ihnen vielleicht mal sagen, ich sehe, dass auch hier einige, ich glaube, die Auszubildenden von VW unter uns sind. Und ich gehe davon aus, dass Sie vielleicht so 18, 19, 20 Jahre alt sind, wird immer noch genickt. Sehen Sie, so alt war ich auch, 18, als mit meinen Klassenkameraden dorthin kam. Und ich habe dann in unserer Schülerzeitung zwei Seiten eines Artikels geschrieben. Ich will daraus wenig zitieren, aber es ist etwas, was mir damals aufgefallen ist. Es ging um die Frage des Gewissens und ich zitiere: Gewissen, fragte der 18-Jährige damals nach dem Erleben eines Tages, nämlich am 25. März 1965 in Frankfurt im Auschwitz-Prozess. Gewissen, was bedeutet das eigentlich? Oft stellt der Gerichtspräsident die Frage, was wissen Sie über Befehlsverweigerungen bei Erschießungen? Die Antwort der Täter, zu oft, nein, nichts. Und ich bin ja nur ein kleiner Mann. Was wissen Sie über Befehlsverweigerungen? Ich habe ja nur Befehle ausgeführt. Ich musste Befehle ausführen. Äußerlich verhärmt, grau im Gesicht, nicht unähnlich manchem Zeitgenossen, wenn man ihm begegnet wäre, das war ein Biedermann, der einem auf der Straße hätte entgegenkommen können. Aber hier antworteten Stereotyp, wie schon in Nürnberg und auch Eichmann in Jerusalem, immer und immer wieder mit der gleichen Rede: Ich habe davon nur Befehle ausgeführt und eben nichts mehr. Worte, die in einer Schülerzeitung geschrieben worden sind und die aber auch schwer zu ertragen waren für uns 18-Jährige. Ich kann Ihnen versichern, wir sind mit dem Omnibus nach Frankfurt gefahren. Die üblichen Geräusche von 18-Jährigen bei der Hinfahrt im Bus waren mir noch in Erinnerung, aber als wir zurückfuhren, war es sehr still im Omnibus geworden. Wir hatten den Angeklagten Boger erlebt von der Zuhörertribüne, wie er vernommen wurde. Boger war SS-Oberscharführer, als solcher nach Auschwitz gekommen im Jahre 1942. Er wurde die Bestie von Auschwitz. Er ließ nicht nur Häftlinge wahllos erschießen, sondern er ließ sie mit den Kniekehlen kopfüber über eine Stange gefesselt hängen und wehrlos wurden sie dann von Boger und seinen Helfershelfern verhört. Manche von ihnen bis zum Tode geprügelt. Wie gesagt, er lebte bis dahin völlig unentdeckt als Biedermann in einem Stadtteil von Stuttgart. Nun, wenn nicht der andere Häftling in Bruchsal ihn entsprechend verraten hätte, wäre es möglicherweise nicht zu einer entsprechenden Vorführung vor Gericht gekommen. Es ist mir bis heute und meinen Klassenkameraden im Ohr, wie an dem 25. März 1965, das ist lange her, dem 145. Prozesstag, Boger gefragt wurde, ob er nämlich Menschen ermordet hätte. Er antwortete erstmalig, einmalig und letztmalig, nämlich zwei Menschen tatsächlich erschossen zu haben. Ich zitiere aus dem Verfahrensprotokoll: Und nach etwa zwei oder drei Erschießungen, sagte Grabner, sein Vorgesetzter: Kwadernack, geben Sie Ihr Gewehr ab, es schießt jetzt weiter Oberscharführer Boger. Darauf habe ich, Boger, zwei Häftlinge erschossen. Alsdann hat Grabner wieder eine Ablösung befohlen. Das war der einzige Fall, wo ich herangezogen wurde, wo ich befehlsgemäß von Grabner Exekutionen durchgeführt habe. Meine Damen und Herren, Boger versuchte vielleicht
mit dieser einfachen, schnellen Antwort, dem Gericht etwas vorzugaukeln, aber dem hatte da nicht mehr viel vorgegaukelt werden zu müssen, denn dieses Gericht hatte vorher schon 1964 die Zeugin Dunja Slata Wasserstrom gehört mit der Schilderung eines klaren Bildes eines mörderischen Verbrechers. Ich zitiere aus dem Verfahrensprotokoll: Im November 1964 kam ein LKW an, auf dem sich Kinder befanden. Der LKW hielt in der Nähe von der Baracke. Ein kleiner Junge im Alter von 5 oder 4 Jahren sprang vom LKW herunter. Er hatte einen Apfel in der Hand. Woher die Kinder kamen, weiß ich nicht, so die Zeugin weiter. In der Tür standen Wilhelm Boger und Hans Draser. Ich selbst stand am Fenster. Das Kind stand neben dem LKW mit dem Apfel. Boger ging zu diesem Kind hin, packte es an den Füßen und warf es mit dem Kopf an die Wand. Den Apfel steckte er ein. Dann kam Draser zu mir und befahl mir, das an der Wand abzuwischen. Das tat die Zeugin auch. Eine Stunde später kam Boger und rief mich zum Dolmetschen ins Polnische. Dabei aß er den Apfel. Das Ganze habe ich mit eigenen Augen gesehen. Das Kind war tot. Ein SS-Mann hat das tote Kind dann weggebracht. Ich will aber nicht nur zitieren aus Verfahrensprotokollen des Frankfurter Auschwitz-Prozesses, sondern Ihnen auch, wie schon angekündigt, einige, nämlich 3 Opferzeugen mit ihrer eigenen Sprache zu Wort kommen lassen. Ich erwähne das deshalb, weil es zum ersten Mal vor einem deutschen Gericht in einer deutschen Stadt im Sinne auch der politischen Verantwortung zur politischen Verfolgung dieser Verbrechen gekommen ist. Als erster sprach ein aus der Slowakei stammender Biochemiker, der später in Großbritannien weiterleben konnte, nämlich Rudolf Wirba. Er kam, wie gesagt, aus der Slowakei, hieß ursprünglich Walter Rosenberg und kam als wohlgemerkt 18-Jähriger nach Auschwitz. Das hat uns auch damals beeindruckt, wie jemand im gleichen Alter wie wir eben einen ganz anderen Lebenslauf leben musste. Er war beim Aufräumkommando abgestellt und konnte aber 1944 fliehen. Jetzt bitte den ersten Ton. Die SS-Unterscharführer, also die haben sich dann zum Zug begeben und haben die Waggone geöffnet und haben den Insassen der Waggonen, die meistens von Frauen, Kinder, Männer und allen möglichen, also von Familien bestanden, angeordnet, die Waggone zu verlassen. Die Leute, in jedem Transport wurde ungefähr, die Zahl wechselte. Die kleineren Transporte hätten vielleicht 700 bis 800 Leute. Die größeren Transporte könnten bis zu 3000 Leute enthalten. Die Leute wurden von den Waggonen herausgetrieben, manchmal mit guten, manchmal mit schlechten Wort, von den SS. Und wir standen in einer Kette, in einer Ecke der Postenkette und unter Todesstrafe wurde uns verboten, sich mit jemandem von den Zugängen zu unterhalten. Als die Zugänge wurden dann aufgereiht vor der Rampe und ein strenger Sprechverbot wurde ihnen auferlegt. Niemand dürfte sprechen. Wer gesprochen hatte, dazu waren dort die Unterscharführer, die Spazierstöcke trugen und rücksichtslos hineinschlugen beim jeden Versuch, einen Kontakt zwischen den Leuten einzuführen. Die ganze Reihe der Leute, das gewöhnlich waren, das, wie ich sage, eine größere Masse von Leuten, bis zu 3000 Leute, wurde dann vor die Kommission geführt, die auf dem anderen Ende der Rampe stand, die von den SS-Offizieren bestand und die haben gewöhnlich, nicht immer, ungefähr 100 bis 150, manchmal 200, sagen wir 15 bis 20%, 10%, das hatte sehr variiert, Leute herausgesucht, die ins Lager abmarschiert wurden. Der Rest der Leute wurde dann auf vorbereitete Lastwagen geladen und nach die andere Seite, das heißt nach Birkenau,
direkt in die Gaskammern verschickt. Das bedeutet, wenn der Transport ist angekommen, das war eine Routine, ist sofort ein roter Kreuzwagen angekommen, wenn die Leute sind herausgestiegen. Das, was der rote Kreuzwagen enthält, das wusste ich, denn bei Tag wurde er mit Zyklongas verladen und der ist vorbeigefahren an den Leuten. Das hatte auf die Leute eine beruhigende Wirkung gehabt, denn sie hatten gesagt, der rote Kreuz ist da, also kann nichts passieren, sogar Schlimmes. Und der ist vorbeigefahren und direkt in die Gaskammer. Die war ein Kilometer weiter. Meine Damen und Herren, mit einem Rotkreuzwagen getarnt wurde Zyklon B zu den entsprechenden Orten hier in Auschwitz transportiert. Auch hier ließen die Nazis nichts fehlen, wenn es um Täuschung von Menschen geht, deren Tod und deren Ermordung kurz bevorstand. Ich habe Ihnen noch zwei weitere Beispiele vorzustellen. Einmal Anna Palatschik, eine Archivarin aus Krakau, die 1964 als 46-jährige Opferzeugin aussagte und als 24-jährige nach Auschwitz gekommen war, doch dem Schreibdienst zugeteilt wurde und den Bau der Rampe dabei beobachtete. Vor Gericht, das ist auch für die Übersetzer und die Dolmetscher jetzt von Bedeutung, wurden ihre Aussagen von der Dolmetscherin Vera Kapkajew, die ich schon erwähnt hatte, ins Deutsche übersetzt. Also nicht, dass Sie zweimal bitte jetzt übersetzen. Danach hören Sie ein ergreifendes sprachliches Zeugnis von Dr. Mauritius Berner, einem Arzt aus Jerusalem, der ebenfalls aus damals ungarischem Siebenbürgen stammend entsprechend aussagte. Er war als 41-Jähriger mit seiner Frau und seiner 12-jährigen Tochter und seinen 9-jährigen Zwillingstöchtern seinerzeit nach Auschwitz gekommen und hat dort seine Familie durch Ermordung in der Gaskammer verloren. Anschließend ist er nach Sachsenhausen, das KZ, verbracht, dann nach Dachau gebracht worden, wo er im April 1945 bei der Befreiung des Lagers die Freiheit wiedererlangte. Hören Sie diese beiden Texte, einmal von Anna Palatschik aus Krakau und mit der Übersetzung der Dolmetscherin Vera Kapkajew und vor allen Dingen von Dr. Mauritius Berner hintereinander. Ich habe den Weg ins Krematorium mitgebaut. Więc dość dokładnie pamiętam to rozmieszczenie tych rzeczy. Deswegen erinnere ich mich ganz genau an die Einteilung von allen diesen Dingen. Rampa była gotowa na wiosnę 43. Die Rampe wurde im Frühjahr 1943 fertiggestellt. Także greckie transporty, które przyszły, już były tutaj dzielone przed rampą. Also die griechischen Transporte, die dann ankamen, wurden bereits vor der Rampe hier geteilt. Przedtem było robione, nie wiem gdzie, przed wiosną 43, ten sortierung na rampie był robiony gdzie indziej. Także widzieliśmy tylko tych wchodzących do lagru i tych idących już podzielonych. Vorher, bevor die Rampe fertiggestellt wurde, haben diese Sortierungen woanders stattgefunden, so dass wir sie nur gesehen haben, wie sie ins Lager hineingingen. A od 43 roku, od wiosny, mogliśmy wszystkie transporty greckie, holenderskie, węgierskie doskonale widzieć. Aber seit dem Frühjahr 1943 konnten wir diese Transporte holländische, griechische, holländische und ungarische sehr gut beobachten. Węgierskie transporty były nam tak jakoś bardzo przeżyliśmy na bloku, bo wiele kobiet będących na bloku miała tam rodziny. Die ungarischen Transporte, das Ankommen der ungarischen Transporte haben wir auf dem Block sehr stark miterlebt, weil verschiedene von unseren Frauen auf dem Block ihre Angehörigen darunter hatten. To były słowackie Żydówki. Das waren slowakische Jüdinnen. I pamiętam konkretnie wypadki, kiedy przyszły ich rodziny. Und ich erinnere mich an bestimmte konkrete Fälle, bei denen die Familien von diesen Jüdinnen angekommen sind. Przyszła rodzina Edith Links z politischer Abteilung. Zum Beispiel die Familie von Edith Links aus der politischen Abteilung.
Do lagru weszła tylko jej siostra Rozika. Ins Lager kam nur ihre Schwester Rozika. Rodzina Sidi Weiss. Rodzina Weiss. Dann die Familie Weiss von Sidi Weiss. Von Sidi Weiss, gdzie 11 osób poszło do krematorium. Von der 11 Personen ins Krematorium gegangen sind. Auf, aussteigen. Im Moment, Herr Zeuge, sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband aufnehme, bitte, zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Bitte. Ja, Sie sagten also, Sie sind angekommen, man hat an Ihre Waggontüren gepocht und hat geschrien, aussteigen. Aussteigen. Nun waren doch die Waggontüren verschlossen. Die Waggontüren waren von außen verschlossen. Ja. Man hatte die... Wie heißt das nun? Die Riegel? Die Riegel, nicht wahr, geöffnet. Wir haben rasch unseren Kindern, unseren Frauen die Mäntelchen noch angezogen und mit den Resten unseres Gepäckes, man hat uns doch auch am Wege ein paar Mal schon untersucht und immer alles weggenommen, auch den letzten Stück Keks, was wir für die Kinder aufbewahrt haben. Und wir sind ausgestiegen. Sofort, wie wir ausgestiegen sind, ist vor unseren Augen ein fürchterliches Bild. An der Gleise vis-à-vis stand ein verlassener Zug und vor dem Zug, vor den Waggonen, Hunderte und Tausende von Reisegepäcken aufeinander gestapelt. Ich wusste nicht, wo wir sind. Ich dachte, es ist vielleicht ein ausbombardiertes Stationshaus oder so etwas. Aber wir hatten keine Zeit nachzudenken. Sofort sind an uns in gestreiften, zebraähnlichen Anzügen Leute. Danke, bestens. Herangetreten und haben uns aufgefordert, die Gepäcke neben den Waggonen abzulegen. Wir sträubten uns noch dagegen. Es war noch unser letztes Hab und Gut, eigentlich nur mehr ein paar Medikamente und unsere Dokumente in den Reisekoffer, in den Gepäck. Aber wir wollten es noch nicht geben. Da riss man das uns aus der Hand. Besser gesagt, ist ein deutscher Soldat an uns herangetreten und hat auch gesagt, die Gepäcke müssen hier abgegeben werden. Also daraufhin haben wir das dort abgegeben, neben den Waggonen aufgestellt. Und der Strom der Menschen ging vorwärts. Und ich sagte meiner Frau, ich war mit Frau und drei Kinder, drei Töchterchen, tut nichts, Hauptsache, dass wir fünf zusammen sind. Und wir werden schon sehen, wie wir weiterkommen. Kaum sagte ich das, tritt schon ein anderer Soldat zwischen uns und sagte, Männer nach rechts, Frauen nach links, und hat uns geteilt voneinander. Ich habe nicht einmal so viel Zeit gehabt, meine Frau umzuarmen. Sie hat mir nachgeschrien, komm, küsse uns. Vielleicht aus irgendeinem Fraueninstinkt hat sie eher gefühlt, was für eine Gefahr auf uns droht. Wir standen dort, auf einmal treten zu uns zwei deutsche Offiziere. Der eine, ein hoher, schön, jung aussehender Mann, fragte uns freundlich, wo haben die Herrschaften studiert? Sie zum Beispiel, Sie zum Beispiel. Ich sagte in Wien, der andere in Breslau und so weiter. Der zweite Offizier, das war der Dr. Capesius. Wir haben ihn erkannt, wir haben uns einer den anderen zugeflüstert. Das ist doch der Dr. Capesius.
den wir ja vorher kannten, er war doch oft bei uns, Ärzte als Vertreter der IG Farbenindustrie. Und er sagte sogar, den zweiten Offizier, damals wusste ich noch nicht, wer, das ist, jetzt weiß ich schon, dass es Mengele war. Ja, die Herrschaften haben ja fast alle im Ausland und meistenteils an deutschen Universitäten studiert. Und sie kehren um und ich zeige ihnen, sie sollen zurückkommen. Sie kommen zurück und sogar Dr. Capesius nahm die an der Hand, die zwei Kinder, und führt uns bis zum Dr. Mengele. Und an seinem Rücken stehen geblieben, sagt er mir, no, sagen Sie ihm. Und ich sagte wieder, Herr Kapitän, ich wusste nicht seine Distinktion, Herr Kapitän, ich habe zwei Zwillingskinder. Ich wollte weitersprechen, aber er sagte mir später, jetzt habe ich keine Zeit. Und mit einer abwehrenden Handbewegung hat er mich weggeschickt. Dr. Capesius sagte, also dann müssen Sie zurückgehen in Ihre Reihe. Gehen Sie zurück. Und meine Frau und meine drei Kinder sind wieder an diesem Weg weitergegangen. Ich begann zu schluchzen und er sagte mir auf Ungarisch, Neschirion, weinen Sie nicht. Die gehen nur baden. In einer Stunde werden Sie sich wiedersehen. Da schrie ich noch meiner Frau und meinen Kindern Ungarisch nach und bin wieder zu meiner Gruppe zurückgegangen. Nie habe ich sie mehr gesehen. Meine Damen und Herren, in dieser Situation hatte, ohne zu ahnen, was er mit seinen Worten gegenüber Mengele zum Ausdruck brachte, letztendlich die Ermordung seiner eigenen beiden Zwillingstöchter schon deshalb eingeleitet, weil Mengele eben bekannt war und berüchtigt war für die Menschenversuche, gerade an Zwillingen, die er nämlich dann beim lebendigen Leibe erstens untersuchte und anschließend mit einer Phenolspritze ins Herz tötete. Schlimmer kann es einen Menschen dann nicht treffen. Der Capesius, der sogenannte Apotheker von Auschwitz, glaubte, mit sich als guten Nationalsozialisten hier selbst stilisieren zu wollen. Und er hatte so eben entsprechend auch versucht, seine Rolle damit zu spielen. Er kam mit weniger Bestrafung weg, wo die anderen lebenslang bekommen haben. Aber Capesius hatte noch etwas Schlimmeres hier vor. Er sammelte im Übrigen von den in der Gaskammer ermordeten Häftlingen durch Häftlingsmediziner die entsprechenden Goldfüllungen der Zähne, um sie nach dem Krieg einschmelzen zu lassen und daraus großes Kapital zu schlagen. Größere Verachtung kann man in historischer Rückblick niemandem entgegenbringen. Die Mörder wurden zum Teil lebenslänglich verurteilt. Einer, Mengele, wurde fast gefunden. Er war seinerzeit auch vom israelischen Geheimdienst in Paraguay ausfindig gemacht worden. Aber die israelische Regierung hat darauf verzichtet, aus Gründen der Staatsräson einen zweiten Fall einer Entführung wie bei Eichmann durchzuführen. Der Täter konnte sich erneut auf die Flucht begeben und sich einem Prozessverfahren entsprechend einer Strafverfolgung entziehen. Und eines Tages, das haben dann die DNA-Analysen bewiesen, ist er als Toter im Meer vor Rio de Janeiro aufgefunden worden. Seine Verbrechen im Dienste einer vermeintlichen Wissenschaftlichkeit bleiben Mahnung für die Nachwelt und die Zukunft. Meine Damen und Herren, welche Lehren haben wir denn eigentlich aus dem ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess mit dem Umgang mit dem historisch-politischen Thema des Genozids in der Bundesrepublik Deutschland zu ziehen gehabt? Ich hatte Ihnen eingangs gesagt, dass der klare und eindeutige Nachweis einer Tat notwendig war, um damit auch die Beweiskraft entsprechend auch in das Urteil einfließen zu lassen.
Es hat aber noch längere Zeit gedauert. Man muss das auch nochmal hier in dem Zusammenhang berücksichtigen, bis überhaupt die Verjährung aufgehoben wurde. Das war nämlich dann immerhin erst 1979 durch den Deutschen Bundestag. Sie sehen, wieder waren fast 15 Jahre nach dem Ende des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses vergangen. Und vielleicht hätte es noch länger gedauert, wenn nicht 1978 ein Medienereignis in die deutsche Gesellschaft Eingang gefunden hätte. Ein Medienereignis mit dem Film Vierteiler Holocaust, der im deutschen Fernsehen lief, mit der fiktiven Geschichte einer Familie Weiß, die eben diesen Holocaust erleidet. Es war die Emotionalisierung des Themas, wo sonst wissenschaftliche Literatur sehr wohl erbracht worden ist, von Raoul Hilberg, 1962 bereits ein dreibändiges Werk über den Holocaust. Und es dauerte wieder bis 1982 fast 20 Jahre, bis davon in Deutschland eine deutsche Übersetzung erscheinen konnte. Ja, die ersten Hetzschriften von Holocaust- und Shoah-Leugnern, wie beispielsweise mit dem Heft Die Auschwitz-Lüge des SS-Mannes Thies Christoffersen, kamen schon 1973 wieder auf den Markt. Es hat sich auch hier nicht viel verändert. Wir haben mittlerweile eine Partei, die von dem Holocaust-Mahnmal durch einen ihrer Sprecher aus Thüringen als einem Schandmal nationaler Qualität spricht. Es geht darum, das haben wir als Gymnasiasten mit 18 Jahren mitbekommen, so etwas mitzutragen in die nächsten Generationen. Es ist aber nicht nur interessant, dazu die Verfahrensprotokolle zu lesen, sondern ich habe Ihnen drei Beispiele vorgeführt, das gesprochene Wort schon deshalb hoch zu schätzen, weil die Opfer zum ersten Mal die Gelegenheit hatten, in einer deutschen Öffentlichkeit, vor einem deutschen Gericht, sich zu den Grauen in Auschwitz äußern zu dürfen. Und wenn die, wie Trude Simonsson, etwa die mit 97 Jahren in Frankfurt immer noch mit in die Schulen gegangen ist, als eine von den Nazis Verfolgte, die in Theresienstadt und in Auschwitz war und überlebte, wenn diese nicht mehr unter uns sein werden, dann werden das gesprochene Wort der Opferzeugen eine wichtige Funktion übernehmen. Dies ist umso wichtiger, als eigentlich gemäß der Strafprozessordnung in Deutschland ein Tonbandmitschnitt sofort nach dem Prozess eigentlich ausgelöscht werden müsste. Das ist heute noch so vorgesehen. Und wäre nicht der damalige hessische Justizminister, spätere Bundesjustizminister Lauritz Lauritzen gewesen, der die Verfügung traf, diese Dokumente, diese immerhin 500 Stunden und 500 Tonbänder, die wollen wir mal noch nicht löschen. Dann wären sie nicht im hessischen Hauptstaatsarchiv die nächsten 40 Jahre gelagert worden. Und 1998 kam dann der Direktor des Staatsarchivs zu mir in die Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv und fragte um Rat, was mit den völlig verzogenen Tonbändern, die müssen mal an der Heizung gestanden haben, noch zu retten sei. Es ging nicht um die Bänder, sondern es ging um den Inhalt. Ich habe gesagt, einen Rat bekommen Sie von mir nicht, aber unsere Stiftung wird es auf die Stiftungskosten hin digitalisieren und damit für immer auch dokumentieren können. Da wurde ich gefragt, warum die Stiftung das macht. Habe ich gesagt, weil ich als Schüler seinerzeit an diesem Prozess teilnehmen durfte und erlebt habe, wie wichtig es ist, dass wir an unser Grundgesetz denken, dass wir daran denken, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das ist ein Gebot einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, die auch angesichts vieler, auch der gegenwärtigen Zeit vor allen Dingen, Kriegsverbrechen immer aufmerksam sein muss. Der Internationale Gerichtshof wird nicht immer helfen können, aber in diesem Fall hat ein Prozess, der in deutscher Verantwortung und nicht im Sinne des Schuldgefühls der einzelnen Nachgeborenen, wie Bertolt Brecht die nachfolgende Generation bezeichnet hatte, uns alle angeht. Denn Hannah Arendt hat gesagt, einmal
und zwar am 9. November 1964 in einem Interview des Südwestfunks. Es sind Taten und es ist ein zivilisatorischer Tabubruch gewesen von Holocaust und Genozid mit den verhängnisvollen 12 Jahren deutscher Geschichte. Und dies geht als Entsetzen uns alle an. Das ist deshalb wichtig, weil wir eigentlich auch immer darauf achten müssen, dass die UNESCO Gott sei Dank ein Programm hat zum Weltgedächtnis. Und zu diesem Weltgedächtnis zählt sie seit 2017 auch den sogenannten Stroop-Bericht. Dieser Bericht von Jürgen Stroop, des Ausführenden in der Vernichtung des gesamten Ghettos in Warschau, gehört auch mittlerweile zum Weltgedächtnis der Menschheit als ein Beleg, so nicht vom Verfasser geschrieben, der stolz war, einen Befehl von Himmler durchgeführt zu haben und am Schluss mit den Worten schließt, das Ghetto in Warschau ist jetzt judenrein. In der Zeit geschrieben, aber ein Beweis dafür, wie wir aufpassen müssen, dass wir auf unserer Welt in Frieden und Völkerverständigung darauf achten, dass sich dergleichen wie dieser einmalige Zivilisationsbruch, der von deutschem Namen und in deutscher mit deutschem entsprechenden Einsatz sich über Gesamteuropa ergeben hat, nicht einmal wiederholen wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, stehe ich zur Verfügung. Mam pytanie. Ile osób stanęło po wojnie przed niemieckimi sądami i ile z tych osób zostało skazanych? Ich kann Ihnen die genaue Zahl nicht nennen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass über einen Verlauf von 1954 bis übrigens in die heutige Zeit SS- und NS-Täter auch im Alter von 96 Jahren noch verurteilt worden sind. Da hat man in der deutschen Öffentlichkeit gemeint, das sind ja alle alte Frauen und alte Männer, aber sie sind trotzdem zu ihrer Verantwortung zu Gefängnisstrafen oder eben unter Bewährung verurteilt worden. Es gab mindestens 10 oder 15 Prozesse. Und ich gehe mal davon aus, wenn man das hochrechnet, wie in Frankfurt mal 30 bis 40 Angeklagte, dann kommt man etwa auf bestimmt 500 oder mehr. Ich kann das aber jetzt nicht genau beantworten. Co prawda liczyłem, że pan jakby poda konkretne liczby. No z tych danych, które ja znam, to przed sądami w Niemczech stanęło niespełna 90 tysięcy osób, skazano niespełna 7 tysięcy. I teraz no, tu taka moja smutna konstatacja bardzo. Powiedział pan, że podczas procesu norymberskiego oskarżeni i skazani krzyczeli niewinny. No, mając na uwadze te dane i przyjmując, tak niektórzy szacują, że za zbrodnie odpowiada od 200 tysięcy, to są najniższe szacunki, do miliona Niemców, to mając na uwadze te liczby, te okrzyki niewinne, no w gruncie rzeczy, jeśli nie odnosić ich personalnie do oskarżonych, tylko do całej społeczności, no w gruncie rzeczy były prorocze niestety. Meines Wissens wurde etwa 90.000 gegen 90.000 Anklage erhoben, davon sind etwa 8.000 schuldig gesprochen worden. So eine Zahl habe ich irgendwo entnehmen können. Es kann aber auch eine andere Hochrechnung angestellt werden, und zwar, dass, jak pan obliczał liczbę tych uwikłanych, dass etwa 200.000 Bürger des Dritten Reiches sich schuldig gemacht haben. Wenn man daran die Zahl der wirklich Verurteilten misst, dann kann man sagen, dass diese Ausrufe nicht schuldig, die Sie zitiert haben, aus dem Nürnberger Prozess irgendwie schon prophetisch wirkten. Ich hatte Ihre Frage so verstanden, wenn es gleichsam um die Haupt,
Kriegsverbrecher gegangen ist. Sie haben recht, es sind wesentlich mehr gewesen, bis hin zur Sekretärin aus Schleswig-Holstein, die jetzt gerade erst im vergangenen Jahr noch mit, glaube ich, 94 oder 95 Jahren verurteilt worden ist. Das ist aber auch erst möglich gewesen, weil die sogenannten Mitläufer überhaupt gegen die ermittelt worden ist. Das kann man jetzt entsprechend werten. Aber der Fall von Ivan Demjanjuk, der in München vor Gericht gestellt worden ist, es war in dem Verständnis ein sogenannter Mitläufer, das ist alles viel zu spät in Deutschland passiert. Und das ist das, was ich am meisten moniere, weil es immer darum ging und meistens von Staatsanwaltschaften in den 50er und 60er Jahren Zeit zu gewinnen, um letztendlich immer mehr davon kommen zu lassen. Und ich erwähnte ja auch die Aufhebung der Verjährungsfrist, die natürlich vielen geholfen hat. Die Aufhebung der Verjährungsfrist ist im Jahre 1979. Also das sind seit 1945 sehr viele Jahre erst vom Deutschen Bundestag beschlossen worden. Die Zögerlichkeit ist ein großes Problem in der historischen Aufarbeitung und dann auch in den heutigen Diskussionen immer noch, wenn dann 96- oder 97-Jährige vor Gericht gestellt werden. Das dürfe man einem armen Mann oder einer armen Frau in diesem Alter nicht mehr zumuten. Da bin ich der Meinung, das kann, muss man zumuten, weil es um darum geht, auch entsprechende Verantwortung für Taten zu übernehmen, sei es durch Beihilfe oder durch aktive Tat. Wann ist denn im deutschen Rechtssystem dieser Grundsatz, dass dem Angeklagten eine individuelle Schuld nachgewiesen werden musste, aufgegeben worden? Also da bin ich bin jetzt kein Jurist, muss ich bekennen, ein Historiker, der auch andere Themen noch behandelt. Ich meine mich aber zu erinnern aus der Literatur, dass das erst im Grunde genommen als Lehre aus dem ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess in den Anfang oder Mitte der 70er Jahre der Fall war. Können Sie mir vielleicht sagen, wie viele Staatsanwälte es denn doch noch gab, die so wie Bauer ermittelt haben? Denn Bauer hat man ja auch ganz schön Knüppel zwischen die Beine geschmissen, um die Ermittlung überhaupt durchzuführen. Diese andere Sache, dass es nicht schneller vorangeht, war das Justizministerium auch noch beteiligt oder vielleicht sogar das Bundeskanzleramt? War das Justizministerium beteiligt oder das Bundeskanzleramt, dass erst so spät was reinkam? Eine aktive Beteiligung hat das Bundeskanzleramt nicht nach außen hin dokumentiert, aber wer weiß, dass der Chef des Bundeskanzleramts, nämlich Globke, verantwortlich war für die Nürnberger Rassengesetzgebung, kann sich etwa vorstellen, dass er jedenfalls Fritz Bauer sehr, sehr stark behindert hat. Das ist das Erste. Zweitens, erst im Laufe der 80er, 90er Jahre sind von einzelnen Ministerien, Bundesministerien, Aufträge vergeben worden, mal die Geschichte des Justizministeriums nach dem Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten. Bundesaußenminister Fischer hat 2002 oder 2003 auch mal die Geschichte des Außenministeriums in Auftrag gegeben. Und so kommt es Zug um Zug, aber seitdem sind 60 Jahre seit Kriegsende bald vorbei oder mehr sogar, als dass hier frühzeitig mit Forschung begonnen werden sollte und hätte können. Aber in den ersten Jahren, vor allen Dingen in den 50er Jahren, war die Verdrängung ganz groß. Und Fritz Bauer hat gesagt, wenn er in Frankfurt aus seiner Wohnung geht, dann betrete er feindliches Ausland. So ist er bedrängt worden auch. Und er hat möglicherweise Selbstmord begangen, das wissen wir nicht genau. Jedenfalls, Bauers Schicksal ist auch repräsentativ für die, ja, wie soll ich sagen, für dieses Bemühen, ungeachtet aller Verzögerungstaktiken, den Schritt in die richtige Richtung vorzunehmen, dafür auch viel, viel Kritik zu bekommen. Es kann an dieser Stelle ja auch gesagt werden, um diese Zeit
hat Bauer, natürlich ist er dann von Globke übrigens auch da gebrandmarkt worden, weil er eben homosexuell war. Und um diese Zeit war der Paragraph 175 in Deutschland noch voll im Gange. Das muss man einfach als Gesamtsituation sehen. Und dies macht schon aus, dass es eigentlich ein Versagen ist in der politischen Aufarbeitung und auch der wissenschaftlichen Aufarbeitung, wieso die überhaupt erst so spät begonnen hat. Also über Wehrmachtsdinge haben wir viel schon gehört, aber eben die Aufarbeitung der, wie soll ich sagen, der Institutionengeschichte von Ministerien, das waren die Fragen von Ihnen beiden, das ist noch nicht ganz zu Ende. Aber heute ist natürlich keiner mehr da, der 1956, 57 oder 65 dort Staatsanwalt war. Ich kenne einen der drei Staatsanwälte, das waren damals alles junge Leute, der ist heute 94 Jahre alt, das ist Herr Wiese, Gerhard Wiese, der aus Berlin stammt, der wohnt in Frankfurt. Und mit dem war ich mal auch zu einem Gespräch zusammengekommen und hat mir ganz klar gesagt, wie schwierig es war, dieses Thema in den 60er Jahren, als alle im Wohlstandsland wirtschaftlicher Aufbau waren, müssen wir dieses Thema denn immer noch behandeln. Verdrängen, vergessen, verschieben. Und das ist das eigentliche Thema, was wir gerade bei diesem Zivilisationsbruch nie wieder zukommen und wieder aufkommen lassen dürfen. Deshalb auch meine Bitte an die jüngere Generation, nehmen Sie das bitte mit. Sie sind hier zum Projekt auch, wie ich gehört habe, durch Volkswagen-Werk hierher gekommen. Das finde ich großartig, dass Sie das machen. Und ich ermuntere Sie sehr, dass Sie als die nächstfolgende Generation diesen Auftrag, den die früheren Generationen nicht immer so stringent geführt haben, dass Sie das auf jeden Fall weiterführen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das funktioniert. Może dopowiem, bo z tego, co mnie wiadomo, to po raz pierwszy od tej zasady konieczności udowodnienia bezpośredniej winy doszło właśnie w procesie Dymianiuka, to był chyba rok 2009, a takim precedensem był proces człowieka, który był zaangażowany w przygotowanie zamachów w Stanach Zjednoczonych 11 września. No wiadomo, trudno było mu udowodnić, że to on leciał samolotem i zabił tych ludzi, przykładowo World Trade Center, ale za jak gdyby współudział w przygotowaniu tej zbrodni. Najpóźniej Dymianiuk już został skazany, ponieważ w określonym czasie, w określonym miejscu, gdzie zamordowano określoną liczbę ludzi, za współudział niejako bez konieczności udowadniania konkretnej winy skazano go. Mam jeszcze jedno konkretne pytanie. Meines Wissens war der Fall Demjanjuk der erste Fall, wo eben die Beweislast auch festgestellt werden konnte, ohne direkte Beweislage, die darauf hinweisen würde, dass er involviert war. Und ich glaube, der Präzedenzfall, der überhaupt dieses Verfahren ermöglicht hatte, waren die Verfahren nach dem 11. September in New York, wo also Demjanjuk war 2009 und es ging um Beihilfe zu der Flugzeugentführung um den 11. September herum. Das ist jedenfalls der Wissensstand, den wir hier präsentieren möchten. Also Demjanjuk hatte ich ja erwähnt, aber den Hinweis nehme ich gerne auf. Und bei einer solchen Veranstaltung kann auch der Referent was lernen. Ich nehme das gerne auf, dass, wie Sie meinen, ich vermute, dass es auch sehr treffend ist, nach dem 9/11 New York, dass da auch eine Änderung in der internationalen Strafgerichtsprozessordnung stattgefunden hat. Ich habe es bis jetzt nicht gewusst und hätte auch diese Verbindung so nicht gesehen, aber ich werde darüber nachdenken. Jeszcze jedno pytanie. Podkreślał Pan znaczenie zachowywania dowodów zbrodni. Pytanie brzmi tak. Jeszcze w okresie PRL-u, później już gdy Polska wyswobodzała się na niepodległość, instytucje polskie, Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, później IPN, przekazywały dokumenty do centrali w Ludwigsburgu. Będziemy tak sobie biegać z tym mikrofonem. No to dobrze.
es geht noch um die Erhaltung der Beweise. Ich weiß, dass es bei den Verfahren, die noch in der Volksrepublik Polen, aber auch dann ging, die Beweise sind vielfach an die Zentralstelle in Ludwigsburg von Polen übergeben worden. No, strona polska, to między innymi pan Zen, liczyła na to, że te dokumenty będą wykorzystane w procesach. Tu niestety można powiedzieć, że się przeliczono, bo nie przyniosło to owoców w postaci procesów, a zwłaszcza wyroków. No ale problem polega na tym, że te dokumenty, z tego co mi wiadomo, nadal są w Niemczech. Nie zostały one zwrócone do Polski. Czy pan coś wie na ten temat? Es gibt aber eine ziemlich problematische Situation. Und zwar sind diese Dokumente von den polnischen Stellen von Professor Jan Zen aus Krakau eben an Ludwigsburg übergeben worden, in der Hoffnung, dass sie eben die Beweislage verbessern können. Es ist leider nicht zu Prozessen anhand dieser Dokumente gekommen und leider sind sie auch an Polen nicht zurückgegeben worden. Ist Ihnen darüber etwas bekannt? Unmittelbar ist mir das nicht bekannt, nur drei Hinweise. Erstens, die Zentralstelle in Ludwigsburg ist erst viel zu spät gegründet worden, nämlich erst in den 50er Jahren. Zweitens, ich werde mich mal darum bemühen, heute gehört die Zentralstelle in Ludwigsburg zum Deutschen Bundesarchiv, ist ein Teil davon. Und wenn das der Fall ist, ich gebe Ihnen gerne mal meine Karte, dann schreiben Sie mir mal, was ist nicht zurückgegeben worden, weil ich mit dem Präsidenten gerne mal darüber sprechen würde. Und drittens, es hat von Seiten eines anderen deutschen Staates namens DDR jede Menge Hinweise auf Täter im Westen Deutschlands gegeben. Und da ist nichts gemacht worden, weil das ja aus dem sozialistischen Lager der DDR kam. Nur plötzlich 1989, als die Archive der DDR plötzlich zugänglich waren und es auch bestätigt wurde, dann hat man sich daran erinnert, wir hätten 1965 den oder jenen als Staatsanwalt oder Rechtsanwalt Vogel aus Ost-Berlin am Frankfurter Auschwitz-Prozess, dann hätten wir besser zuhören sollen. Sie merken, das ist aus der Sicht eines 18-Jährigen, der 1968 im Studium begonnen hat und nicht ein 68er war, aber der kritisch seine Eltern gefragt hat, was war da los? Und diese Frage ist, glaube ich, entscheidend. Und wenn es darüber noch Aufschlüsse geben soll, das muss man dann tatsächlich nochmal auch in die historische Forschung mit einbeziehen. Tu raczej do IPN-u trzeba się zwrócić z tą wizytówką, a nie do mnie, bo to oni prowadzili śledztwo i ustalili, jakie materiały przekazano. Nie rozumiem, proszę wyraźnie troszeczkę. Przekażę mi wizytówkę. Halo, przed chwilą mikrofon nie działał. Mówię, że to raczej do IPN-u należałoby przekazać tą wizytówkę, ponieważ to IPN prowadził śledztwo w sprawie tych materiałów przekazywanych do Ludwigsburga i IPN ma listę tych wszystkich dokumentów, które zostały przekazane. Es gab ein Ermittlungsverfahren vom Polnischen Institut für Nationales Gedenken wegen dieser Dokumente, also ich kann sie gerne auch mit dem polnischen IPN verbinden, damit die Sache geklärt wird. Also den früheren Generaldirektor des Nationalarchivs in Warschau habe ich sehr gut gekannt, der ist jetzt längst im Ruhestand. Hätten wir uns früher getroffen, hätte ich sofort bei nächster Gelegenheit mit ihm mal darüber gesprochen. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich darf mich deshalb sehr bedanken, dass Sie so zahlreich der Einladung der Internationalen Jugend- und Begegnungsstätte gefolgt sind. Ich bin sehr gerne Ihrer Einladung gefolgt, Frau Direktorin und Frau Vizekonsulin für das Generalkonsulat. Und wir haben, glaube ich, wenn es darum geht, jetzt gerade auch durch die Fragen, die der Herr da hinten zu Recht aufgerufen hat, noch viel, viel zu ergründen, um die Wahrheit so zu finden, dass wir wissen, was wir dann weiterzugeben haben. Ich danke Ihnen für diese zahlreichen Besuch und die, glaube ich, dann noch die nächsten Tage hier in
in Auschwitz sein werden, Gutes gelingen beim Projekt. Das gilt vor allen Dingen für die jüngeren Kollegen hier vom Volkswagenwerk und vor allen Dingen, glaube ich, auch für die Besuchergruppe, die, glaube ich, sie jetzt hier erst eingefunden hat. Das sind die etwas älteren Semester als Sie jetzt. Ich habe mich jedenfalls für dieses Thema sehr interessiert, mache das seit über 50 Jahren und werde es auch noch weitere, nicht 50 Jahre, das schaffe ich nicht so ganz, aber soweit ich kann, weitergeben. Vielen Dank. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję. Myślę, że także w imieniu Państwa, panu profesorowi, to było naprawdę ważne słowo. Państwa przepraszam jeszcze raz za zawirowania techniczne. Czasem tak niestety bywa, jest mi bardzo przykro. Mam nadzieję, że kolejne spotkania, być może także z panem profesorem, przebiegną już w sposób sprawniejszy. Raz jeszcze przypominam, jeśli ktoś chce, bardzo proszę, można zabrać sobie żółty żonkilek ze sobą. Dziękuję, panie profesorze. Vielen herzlichen Dank an Herrn Professor Leonhardt. Ich entschuldige mich nochmal für die technischen Unzulänglichkeiten. Das wird sich nie wiederholen. Nochmal vielen Dank an Sie alle und noch eine Erinnerung an unsere Narzissenaktion. Sie segeln sich gerne mit den kleinen symbolischen Narzissen zum Gedenktag des Warschauer Ghetto-Aufstandes auch auf unserem Tisch versorgen. Ich hätte das als neues Mikrofon nehmen können, dann hätte alles funktioniert.